So, da wäre ich wieder. Gut, wir wollten jetzt mit Josephine reden, wa? Als dann, ich empfehle mich. Guten Tag, Herold. Wer war das, Botschafterin? Eine Händlerin. Ich dachte, wir sollten den Zwergen die Hand reichen, um den Magiern der Inquisition Lyrium zu sichern. Laut Lady Corbin hat das den Zorn der Kirche erregt. Wie das? Durch das Lyrium gewinnen wir mehr Einfluss, als die Kirche erwartet hatte. Wir werden langsam lästig. Traurigerweise scheinen die verbliebenen obersten Klerikerinnen die Macht der Kirche festigen zu wollen, anstatt die Massen zu trösten. Die Kirche ist unwichtig, das geht ja schon seit Jahren so. Der Niedergang der Magierzirkel begann schon vor Jahren. Die Kirche steckte schon vor der Ermordung der Göttlichen in Schwierigkeiten. Dennoch hegen viele Leute noch immer große Liebe für sie. Wir werden nicht von ihrem Verfall profitieren. Allein die Kirche verbindet Orlais, Nevarra, Ferelden, Antiva und selbst Rivain in ihrem gemeinsamen Ringen. Hat die Kirche diesen Frieden wirklich befördert? Andrastes Gesang ist allenorts bekannt und gilt als Quelle zahlloser gemeinsamer Bräuche. Das ist der springende Punkt. Gemeinsamkeit ist die Grundlage aller Verhandlungen. Das klingt einfach. Ihr denkt also, wenn alle auf den Gesang hören, läuft alles wie geschmiert? Ich denke, dass Gemeinsamkeit nur ein Anfang ist, allerdings ein sehr wichtiger. Wir müssen lernen, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um den Frieden in Thedas zu sichern. Ach, na klar. Was führt jemanden, der so schön und selbstlos ist, in die orlesianische Politik, Lady Montillier? Ach, das war... Ich denke, ihr übertreibt. Wo ihr schon einmal hier seid, hätte ich eine Frage. Die verbliebenen obersten Klerikerinnen fordern in einem Sendschreiben Aufklärung über die Ereignisse am Tempel der Heiligen Asche. Sie wollen wissen, ob die Inquisition offiziell behauptet, dass euch Andraste aus der Bresche gerettet hat. Wenn es nach euch ginge, was würdet ihr ihnen antworten? Dass ich auserwählt wurde? Na klar. Ich würde der Kirche sagen, dass Andraste selbst mich vor Unheil bewahrte. Und ich würde zu gern die Debatten hören, die danach in den Hallen von Valroajuen brennen würden. Danke für eure Offenheit. Ich wünsche euch einen guten Tag. Aha. So, wir haben ja jede Menge Krimskrams wieder eingesackt. Das wird helfen. Können wir noch mehr abgeben? Falls ihr etwas findet, bringt es her. Nee, mehr haben wir nicht, okay. So, Kriegsrat einrufen. Tue ich das mal wieder. Wir müssen ja schließlich noch ein bisschen was tun. Achso, wir haben ja noch einen Garnisonspunkt. Was haben wir denn hier? Massachis-Methode. Was soll das denn sein? Erhöht die Eliminierung von Gegnern gewonnen um XP um 5%. Nehme ich doch mal glatt. So, Anfrage von Hessarian. Blablabla, genau. Weit über die Celestine, okay, nehme ich an, den Bericht. So, den nehme ich auch an. Wer es wieder lesen will, kann ja gerne auf Pause drücken. So, seltsame Kreidezeichen. Kallen kann das schon mal nicht machen. Gut, dann macht das Liliana. Dann wollen wir doch mal sehen. So, hier ist fertig. Das fertig. Das ist fertig. Die Schermen untersuchen. Könnten wir auch noch tun. Was haben wir hier noch? Angebot von Hessarians Klingen. Die haben an der Küste Vorräte gefunden. So, 13 Minuten. Auch 13 Minuten 30. Das kann Karl machen. Geld beschaffen. Fangen wir an. So. Ganz ehrlich, ich würde das am liebsten noch gar nicht machen.
Ach, ich guck mir das jetzt mal an. Was haben wir da? Die Scherben und hier dann das. Okay. Hier kriegen wir Beziehungen. Einige geschickte gestreute Gerüchte müssen einen Bieterkrieg auf die Gegenstände auslösen und okay. Macht Kosten 4. Gehen wir mal hin. Neues Gebiet freigeschaltet. So. Dann nehmen wir wieder unsere Standardgruppe. Varric, Eiserner Bulle und Vivienne? Nee, nehmen wir Dorian wieder mit. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 1. So. Na, dann mal sehen, was das für ein Gebiet ist. Wollt ihr zur Oase? Sie ist in jedem Fall einen Besuch wert. Sie und der Tempel liegen tiefer in der Wüste. Erzählt mir davon. Konntet ihr mehr über den Tempel in Erfahrung bringen? Ganz ehrlich, mir gefällt die Atmosphäre dort nicht. Und so geht es allen. Wieso? Keine Ahnung. Das ist nur so ein Gefühl. Sonst noch was? Sollte ich sonst noch etwas wissen? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Eine Bergbaugesellschaft aus Valfarmar hat hier mal geschürft. Aber als sich die Verhältnisse änderten, hat sie ihre Zelte abgebrochen. Seltsamerweise haben sie den Tempel auf keiner ihrer Karten markiert. Aha. Das klingt doch schon seltsam. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Was ist denn los? Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Ach, geologische Suche der verbotenen Oase. Hier geht es wahrscheinlich darum, hier so Scherben zu sammeln. In dem Gebiet. Zumindest gehe ich da einfach mal davon aus. Obwohl, hier wird es genauso andere Quests genannt. Das ist schon eine versteckte Quest. Ich sehe gerade, der Bulle hat noch ein paar. Noch das eine Level, ja. So. Na, dann erforschen wir mal die Wüste. Sieht sehr trocken aus, finde ich. Beanspruch. Meins, Holzbrücke. Den ihr in euren Büchern über Spione schreibt, ist kompletter Unsinn. Zu schade, dass ihr nicht da wart, um mich zu beraten. Der blaue Schwan fliegt um Mitternacht. Quatsch, funktioniert nicht. Informationen werden meistens über tote Briefkästen weitergegeben. Man trifft sich nie persönlich. Na, und wo bleibt da die Dramatik? Könnt ihr nicht die Wirklichkeit von irgendwas anderem verfälschen? Lyriumschmuggel zum Beispiel. Aber hier geht es wahrscheinlich nur darum, die ganze Zeit Scherben zu suchen und zu sammeln. Wozu das Mist sein soll, weiß ich auch nicht.
Mich würde es nicht wundern, wenn es hier oben Drachen geben würde. Und ich jetzt genau gleich vor ihm stehe. So viel Glück würde ich mir zutrauen. Paragon-Schimmer. Haben wir doch schon alles jetzt. Eine dunkle Höhle. Spiralmine. Wenn ich wüsste, welches Level überhaupt die Mobs hier haben. Ich habe keine Ahnung. Oh, das war zum Aufladen. Was sind das für Runen? Ich kann sie nicht entziffern. Es ist kein normales Feuer. Ich habe schon mal davon gehört. Das ist Schleierfeuer. Magier aus Tevinter haben es entdeckt. Niemand weiß, ob es ein Geist ist, der Feuer nachahmt oder empfindsame Magie. Es funktioniert jedenfalls nur an Orten, an denen der Schleier dünn ist. Hört sich auf jeden Fall lustig an, das Geräusch. Warte mal. Wir werden sowieso gleich sterben, also naja, was soll's. Minenarbeiter. Da drüben steht eine Frau. Wer seid ihr? Warum verfolgt ihr mich? Ich suche nur nach Dingen, die man ausschlachten kann. Hab hier mal gearbeitet. Ich weiß, dass sie niemand mehr braucht. Dürfte ich mich erstmal vorstellen? Ich gehöre zur Inquisition. Ich bin schon eine ganze Weile hier draußen. Aber ich nehme an, das ist wichtig. Aber es erklärt nicht, warum ihr mich verfolgt. Seid ihr zum Plündern hier? Huch. Schön. Dann bis zum nächsten Mal. Mensch, dass man nicht richtig mit denen reden kann manchmal. Was wollt ihr? Ihr seid den weiten Weg hierher gekommen, um altes Minengerät auszuschlachten. Ich wollte vor allem in diese eine Höhle. Hab dort Sachen aufbewahrt. Aber dann wurde das verfluchte Ding von Spinnen überrannt. Ich hatte meinen Ehering dort versteckt. Konnte seinen Anblick nicht mehr ertragen. Aber wegwerfen konnte ich ihn auch nicht. Es war ein dummer Streit. Ein Teil von mir wusste, dass ich den Ring immer noch wollte. Aha. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Schön. Dann bis zum nächsten Mal. Okay, hier können wir noch ein bisschen was aufladen, okay. Dann bleiben wir erstmal auf Dorian. Schön. Heißt das jetzt, wir nehmen das magische Feuer mit? Warum denn nicht? Elisabeths Garten. Tiefenpilz. Pilze! Gib mir die Pilze! Habe ich schon erwähnt, dass es sich hier sehr komisch anhört? Na, was haben wir denn da? Einen geeigneten Lagerplatz, aber zuerst plündere ich die Truhe. Jägerharnisch. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Thank you.
Hey, Varric! Ich habe euren Kram gelesen. Wo kommen eure Schurken her? Nun, einige kommen aus Tevinter, andere sind Spions der Benners Rat. Am liebsten sind mir aber die Geschichten, in denen der Held am Ende erkennen muss, dass der Schurke einer seiner Vertrauten ist. Die besten Schurken halten sich selbst nicht für böse. Sie kämpfen für eine gute Sache und sind bereit, sich dafür die Hände schmutzig zu machen. Ja, das ist wirklich tiefsinnig und so. Aber was ich meinte war, wo kommen die Schurken wortwörtlich her? So wie ihr schreibt, wirkt es, als würden sie einfach vom Himmel fallen und direkt auf dem Helden landen. Einige Dinge überlasse ich gern der Vorstellungskraft des Lesers. Natürlich. Das hätten wir doch. Ach, da hat er die Fackel fallen lassen. Was ist das denn? Irgendein Totem? Eine Schattenessenz. Verbesserte Stabilität Einsatz. Aha. Du Lukas Fahrt, aha. Oh, so eine Fackel ist schon praktisch. Ich hab zwar keine Ahnung, wo wir hier langlaufen, aber egal. Entdeckt Solasan, aha. Das sieht nicht ganz so praktisch aus, denn viel zu sandig und staubig. So, hier ist sowas. Oh, was haben wir denn da? Schlangenstein. Aber auch wieder ein schicker Ausblick. Aussicht. Mir gefallen eigentlich alte Ruinen überhaupt nicht. Natürlich kommen wir da jetzt nicht so hoch. Wäre auch zu einfach gewesen. Ach, wir kommen von da drüben hoch, okay. Oh, plündern. So, es ist eigentlich hier unser Primärziel. Verbotene Oase, so. Tempel des Stolzes, rissene Oase, hohe und tiefe Risse, der verlorene Ring, Schlangensteine, Studie. So, das haben wir ja alles. Schlangensteine des Stolzes, so, machen wir da mal. So. Wendet die Tür nach Solasan.
unten sieht's gut aus. Ich meine, hier ist ein Baum einfach gewachsen aus der. Und zwar ein großer Baum. Ach, na super. Hier kommen wir nicht so einfach runter. Ich schätze mal, das Wasser ist so ein bisschen tief. Wie kommen wir jetzt nach da unten? Das ist die Frage. Gut, müssen wir wieder zurückrennen. Ritualfels. Hier ist wieder so ein Gerät, womit man Geister vertreiben kann. Oh. Da liegt ein Buch rum. Zack, Brücke repariert. Tja, die sind hier wohl gestorben. Geheimnisvolles Buch. Das ist ja immer noch keine Erklärung, wie wir nach da unten kommen. Warte mal, Oasenlager. Ja, gehen wir erstmal wieder dahin zurück. Na bitte. Gehen wir einfach mal dahin. Das eigentliche Becken. Schwein. Ein Wasserfall. Achso, hier sind wir schon mal hergekommen. Achso. Das ist hier. Achso. Achso. Eine Tür, an die wir jetzt so nicht rankommen. Da oben ist eine Kiste.
Ein zwergischer Felsbrecher. Okay, wir müssen also immer noch eine Tür finden. Mit Tür ist wahrscheinlich wieder irgendwas Metaphermäßiges gemeint. Hey, wir werden von einem Schwein verfolgt. Ich glaube, ich komme mal von hier drin irgendwie hoch. Oder von der anderen Seite ran. Oh, dieser Wind. Ah, na bitte. Oberer Langlauf. So, da haben wir sowas. Also, dann gucken wir uns einfach mal richtig um hier. Wow! Ich bin gerade erschrocken. Aber ich bin nur Level 9. Als nächstes in Furzfeuer geraten. Die Wette gilt. Ich gewinne so oder so. Getränke und Fieders. Goldene Sense. So, hier ist noch was. Pilze nehme ich gerne. Eine Reise ohne Wiederkehr. Die Leiter ist eindeutig zu hoch. Lange, endlose Gänge. Sowas habe ich gerne. Ach, guck an.
Jetzt können wir sie von der Seite kaputt machen. Hier können wir durch. Ja, aber hier wollen wir ja nicht hin. Halt. Haben wir eigentlich noch? Hier haben wir noch. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.